angedroht habe, wollte ich natürlich parallel zu Sims 2 natürlich auch Sims 3 Charakter erstellen und ein bisschen am Anfang zu spielen und dann mal sehen, vielleicht kommt dann auch irgendwann mal Sims 4 noch dazu und dann gucken wir mal, ob wir einen oder anderen davon vernachlässigen oder vernachlässigen alle, keine Ahnung. Ja. So, so, wir haben hier den Jockel, ja, den Jockel und Name machen wir hier. Ah ja, kommt doch tatsächlich unseren alten Steiner nehmen. So. Passt doch. Na, so. So. Ich habe zwar nichts gegen Schwarze, aber ich bin halt nicht schwarz. Ich bin ganz weiß. Ganz weiß. Total blass. Weiß. Kann man auch ganz weiß. War doch weißer machen? Nee. Hey. Was macht er? Nee. So schlimm ist es mit mir noch nicht. Kann man hier wieder irgendwie normale Farben. So. Ne? So, weiß. Mal arbeiten mit Tools kannst du. Möchtest du überfahren? Nein, nee, lass mich in Ruhe. So, brauche ich nicht. Alles klar. Fangen wir an. Okay, wir sind ein bisschen älter. Yipso! Gebrechlich sind wir noch nicht. So. Okay. Nein, du. Bisschen mehr Muskeln habe ich schon. Ich denke mich so in die Mittel ein. Allerdings bin ich ein bisschen fett nicht, aber auch kein schlanker. So. So. Ich glaube, so passt das schon, ne? Kann man hier schwer erkennen eigentlich. Also, kann man das eigentlich noch nacharbeiten? So. Hm. Was ist das? Muskulöse. Was ist das? So. Nee, muskulöse. Nee. Muskulös bin ich ja so, ja, mit so. So, ne? So. Ist den Bauch da, so ein kleiner Bauch zu sehen? Ja, ist doch ganz gut. Dass wir hier breiter werden, hier, so. So. Wie geht das? So. Ich versuche das mal, das wird nicht so perfekt gelingen, aber hier kann man schon ein bisschen mehr machen als bei. Ja, schon so. So. Ich glaube schon. Okay. Mal schauen, was wir da so machen können. Was haben wir hier? Ich habe versucht, was ist das denn? Crazy. Wollen wir mal gucken. Ah ja. Ah ja, okay. Ich habe braunes Haar. Und so. Ja, so gemischt gibt es nicht, ne? Ich habe so eher graubraun. Dann nehmen wir hier dieses hellbraun-braun. Ich müsste ein bisschen grau beigemischt werden, weil wir sind schon reichlich grau drin. Aber eben nicht ganz grau. So, Augenfarbe braun, das stimmt. Die Frisur, puh, nicht ganz so, eher so konservativ. So, langweilig. Mhm. Ein Stück länger hätte ich das eigentlich. Mal gucken, ob das anders. Glaube ich länger auf Sachen rumkommen oder passt das? Fast. Das ist zu lang. Das habe ich nicht zu spießig, nein. Ja, puh. Komm ich. Manchmal sind meine Haare auch geschnitten, ja? So. Alles klar. Lassen wir so. Dann Augenbraue. Augenbraue. Jetzt haben wir deine Augenbrauen übrigens. Das ist viel zu wuschig, glaube ich. Oder zu schmal. Ein Spiegel. Ja, wo muss kommen? Da passt er. Das passt er. Okay. Mhm. Ja, das ist ziemlich lange Augenlider, habe ich. So. Dann Bart. Hm. Das weg. Mal schauen.
Das ist ein bisschen zu krass. Nee. So. Mal schauen, was für dich da ankommt. Nein, das ist, nee. Nee, ja. Eigentlich rasiere ich mich jeden Tag, aber so richtig perfekt sind die Dinger nie weg. Also immer ein bisschen zu sehen, aber das kann man hier nicht einstellen. Dass sie halt weniger zu sehen sind. Dann machen wir sie ein bisschen, einfach ein bisschen heller. Nee, sieht scheiße aus. Oh ja, das sieht auch kacke aus. Auch kacke. Nee, das, nein. Nein. Wo dunkler sind meine Dinger? Aber das ist zu krass einfach. Einfach zu krass. Ne, Koteletten habe ich nicht. Lass ich. Ah, nein, das ist aber so unnatürlich, so extrem rasiert, ne? Aber so ist es so ungepflegt, so extrem. Das ist ja doof, Mensch. Also ein bisschen nur Haarfarbe anpassen. So ist das so ein bisschen nur, ne? Ich lasse das so, ja. Okay. Was? Schon können nach Opfer-Kalorien oder festgelegt werden, das will ich aber nicht. Dankeschön für die Information. Was habe ich hier noch? Brustbehaarung. Ja, das habe ich leider. Aber nicht so stark. Das ist viel zu viel. Oder hier. Nein, ich habe so ein bisschen. Ich deswegen machen wir es auch, passen wir der Haarfarbe an, dann ist das ein bisschen, genau. Das passt eher, das stimmt eher. Ein bisschen habe ich da halt nur. Ne, wenn es dann ausartet, dann haue ich das schon mal weg zwischendurch, aber so ein bisschen, komm, so ein bisschen können wir mal lassen. Ist nicht so schlimm. Das sieht nicht so, ja. Ja, so, ne, so asienmäßig aus, finde ich. Ich finde so, so hier sowas finde ich einfach zu, das ist einfach. Auch nicht, das ist ja den Körper total verwahrlosen eigentlich. Das heißt eigentlich. So, was haben wir denn noch? So, jetzt das Gesicht. Weiß nicht so genau. Das doch, ja, das passt schon besser. Das ist okay. Die Augen. Nein. Ja, ist okay. Augenbrauen ist auch okay. Nase. Also ich mir die Nase mal von der Seite angucken. Die ist. Nein, die weicht nicht wesentlich von meiner ab. Das ist okay. Lass mal so. Mund. Ist schwer sich selber. Zum Aussprossen. Nein. Schönheitsflecken. Kann man aussehen, wo? Ne, da habe ich keinen. Wo ist der? Da am Auge. Fast. Ja, tatsächlich am Auge ein, aber der ist nicht an der Stelle. Aber das ist natürlich dran. Okay. All das Details natürlich einschalten. Ja, leider. Machen sich so Spuren bemerkbar. Das ist ja tragisch. Okay. Make-up benutze ich eigentlich nicht. Ne? Obwohl ich mir hier Augenränder ein bisschen malen, aber jetzt ist weg und sowas haben wir auch nicht. Hm. So, das hätten wir schon mal. Dann geht's weiter zum Outfit. Dankeschön. Dann schauen wir mal. So, so spießig laufe ich nicht rum. Können wir gucken, was wir in seine Garnitur haben. Okay, das ist langweilig. Dann gehen wir hier mal gucken. Haben wir was Neues dabei? Hier. Ja. Genau. So. Oberteil noch austauschen. Hey. Das ist nicht so mein Ding. Was soll denn das? Das ist ja alles kacke. 17 Mal. Hier sowas. Das will ich zu haben. So, rot. Rot, blau.
genau. Schuhe stimmen noch nicht. Okay, Schuhe. Ja, ich mag Sportschuhe. Haben wir auch neue Schuhe dabei? Ja. Nein, so schlimm sieht meine Schuhe noch nicht aus. Nein. Ja, schon okay. Wir lassen das so. Okay. Lassen das so. Den Blau haben wir nicht, ne? Alles nix, das ist alles nix. Also hier? Das glaube ich aber nicht. Nein, das war so. Okay, dann weiter. Also Anzug, ja, ich tatsächlich habe einen Anzug im Schrank hängen. So. Dann werden wir natürlich hier, zack, hier eine komplette Garnitur und das ist so einen dunklen, habe ich. Schrank hängen, ja, ein Regen. Normal, genau. Ja, so ein hässliches Ding habe ich. Allerdings bin ich eher Schlipsträger, also Schlips bieten sich ja nicht an. Okay. Lass mal so. Bin hier was an? Hier was mit Schlips, hier was mit Schlips gewesen, ne? Da müsste ich kaufen, will ich nicht. So. Dann Schlafanzug auch, ja. Sasto! Also mein Schlafanzug, so langweiliges Ding. Scheiße. Mit das ist so langweilig. So, keine Auswahl hier, ne? Das ist ja schwach. So, Sport. Sport ist Mod, oder? Wie war das? Nein. Das passt nicht zu Sport. Was sind wir denn da? Blau. Und Oberteil brauchen wir auch. Ja, kommen wir auf die Jahreszeit an, ne? So ein starker Sportanzug, ich dann benutze. Wirft wieder alles. Dreimal nix. Für komisch. So. So was hier? Passt nicht so wirklich. Ja, würde ich hätte dann zu schwarz, schwarz setzen. Das hier, das fehlt mir aber. Ich habe keine Simeons. Ich habe keine Simeons. Da kann ich leider nichts machen. Und das passt auch nicht so richtig. Das überhaupt nicht, das passt. Ah, das ist aus dem Schlafanzug. So. Pfui. Ah, komm, das ist so. Oh, wenn mir das überhaupt nicht zusagt, so. Ey, warum nicht so pingelig sein? Ne? Ey, ja, ich sehe schon eine Riesenauswahl. Das ist Schwimmanzug. Achso. Swimming, ja. Eine Sonne. Ich mag Rot. So, ich liebe Rot. So, okay, dann weiter. Persönlichkeit. Derzeit die Merkmale. Okay, was bin ich denn? Begabter Koch, eher mittelmäßig. Bindungsphobisch. Bindungsphobiker möchten sich. Was ist das denn? Was? Möchten sich weder in partnerschaftlicher noch in beruflicher Hinsicht langfristig festlegen. Nee, das stimmt nicht. Begeistert. Begeisterungsfähig. Sims begeistern sich für. Nun ja, eigentlich alles, wenn ihnen Gutes widerfährt, sind sie mit sich und der absoluten Umwelt zufrieden. Ja, das stimmt. Das passt. Das kann rein bei mir. Böse? Nein, bin ich böse. Bücherwurm auf gar keinen Fall. Ich mag Bücher. Gute Bücher. Chaotisch. Diese Sims verbreiten überall Chaos. Sie haben nicht die geringste Lust zum Putzen oder Aufräumen, da sie das Durcheinander überhaupt nicht belastet. Nein, charismatisch bin ich auch nicht. Computerfreak. Ja, ich mag Computer. Draufgänger bin ich nicht. Ehrgeizig. Ehrgeizig.
Ich weiß nicht, familienbewusst meine ich, behaupte ich so, dass ich bin. Feigling? Flirtfaul, ja, ich bin flirtfaul, stimmt. Flirtfaul ist Sims, sind in der Regel unempfindlich für die Avancen anderer und nur schwer aus der Reserve zu locken. Natürlich sehen sie sich auch nach Liebe, aber flirten ist einfach nicht ihr Ding. Genau, das passt voll. Freundliche Sims sind am liebsten in Gesellschaft und finden schnell neue Freunde. Ja, freundlich bin ich. Ich mag Freunde. So, das war's voll. Okay. Haben wir es im Groben und Ganzen. Lebenswunsch anpassen. Was haben wir denn? Familienfreuden. Nein. Internationale Hilfe, nein. Nachrichten, nein. Schicht davon, nein. Familienfreuden. Was Familienfreuden, was das bedeutet hat? Familienfreuden. Ziehe 5 Babys zu Teenager groß. Für Familien gibt es trotz all der Arbeit, die eine Elternschaft und sich bringt, nichts Schöneres als das leise Getrappel oder blablabla. Genau. Das können wir mal sowieso vielleicht noch zu Ende lesen. Also wo war ich denn geblieben? Für familienorientierte Sims gibt es trotz all der Arbeit, die eine Elternschaft mit sich bringt, nichts Schöneres als das leise Getrappel von zwei kleinen Füßchen auf dem Boden. Ein Haus voller Kinder bedeutet natürlich auch wenig Geld, wenig Zeit für sich selbst und wenig Luxus. Aber es gibt immer jemand, mit dem man spielen oder dem man neue Dinge beibringen kann. Genau. Und das ist manchmal viel mehr Reichtum. So, das nehmen wir. Das Regelsetzen ist Gesetz, ne? Muss ich das hier immer hin tun? Nein, das ist gewählt. So. Das haben wir dann noch. Persönliche Favoriten, Lieblingsessen, arme Ritter. Was Lieblingsessen ist nicht arme Ritter. Ich esse ganz gerne. Ah, schwer ist ein Gemüseburger. Die mag ich auch ganz gerne, ist das so nicht. Kekse, nein. Filetsteak, ein schönes Steak. Ja. Käsesteak, das eh. Hamburger. Mache ich auch ganz gerne. Es ist manchmal, boah, das ist echt schwer zu sagen, was mein richtiges Lieblingsessen ist. Ratatouille, nein. Klebrige Carbonara, nein, auf gar keinen Fall. Dimmstick, nein. Macaroni mit Käse, nein. Sushi auch nicht. Topfstück, nein. Spaghetti mit Gemüse, so, nein. Schöne Hacksoße, das mag ich vegetarisch, nein. Was haben wir hier noch? Fruchtpastete, Rolle. Komm, hier machen wir es einfach. Sie haben hier das, was ich wirklich mag, haben sie nicht da. Also nehmen wir Hamburger. So, Lieblingsmusik. Klassik mag ich auch. Kinder. Ich mag auch Kindermusik. Nutze definierte Musik. Indie, nein. Latein. Oh, Latein mag ich auch ganz gerne. Elektro, Pop. Nur Latein, komm. Lieblingsfarbe Rot. Ah, da kommt Russo hier. Ist ja cool. Jetzt die Stimme. Chabo. Was ist denn? Sandel Mat. Deepa Haduda Kur. Letta Girna Vita Sici. Deepa Haduda Letta Girna Vita Sici. Ho, Bratz. Pablo Herbie. Nee, weiß ich gar nicht. Letta Girna Vita Sici. Deepa Haduda Kur. Ho, Bratz. Deepa Haduda Kur. Ho, Bratz. Schwer. Yapso Sim Chabo. Ich weiß gar nicht. Genau. Aber eher so eine hohe Stimme, ne? Weiß ich nicht. Na, ich hoffe, Pablo Herbie. Ebli Conderoy. Pablo Herbie. Deepa Haduda Kroon. Letta Girna Vita Sici. Ja, weiß ich nicht. Chabo. Chabo. Ho, ho, ho. Das ist ja komisch.
Ich habe überhaupt. Ich nehme das so. Okay, weiter geht's. Skorpion. So. Alles klar. Da haben wir es. Da haben wir ihn. Da haben wir hier den Jockel. Alles klar. Die bestätigen wir mal. Annehmen. Schack. Alles klar. Okay. Annehmen. Ich glaube, ich habe falsch gemacht, ne? Wenn ich da noch was anhängen wollte. Nee, ich weiß jetzt noch gar nicht. Kann ich die noch bearbeiten hier? Online erstellen? Nein, ich wollte die erstmal noch bearbeiten. Kann ich die bearbeiten irgendwie? Online stellen, löschen, Gruppen platzieren. Nee, eigentlich. Ich bin noch nicht alleine. Ich muss ein paar mehr Leute dazu packen noch. Ach, was soll denn das? Falsch gemacht. Irgendwas habe ich falsch gedrückt. Spielwelt-Editor, nein. Kannst du nicht bearbeiten? Och nö, ich will ihn jetzt nicht neu machen. Scheiße, ich muss ihn löschen wieder. Ach, kacke. Kopier platzieren. Nee. Mann. Och nö. Zurück zur Spieleinstellung. Nein. Will zurück zum. Mann. Bin noch nicht fertig. Mann, scheiße. Ach, das ist ja kacke. Da war gar kein Button, um einen neuen hinzuzufügen. Medio. Kann ich den jetzt irgendwie importieren jetzt? Zufällig wählen, ne? Och nö, das soll alles wieder noch von vorne machen. Das ist ja kacke. Verlassen. Das ist ja blöd. Okay, na, dann machen wir es so. Dann bleib ich immer allein so. So. Ja. Okay, jetzt mal ein schönes Plätzchen suchen. Brückenkopf. Preis ist ja auch schon viel. Was hat er denn? So, das sind 1000. Mal gucken, wo wir uns denn ein Zuhause suchen. Heißt nicht hier irgendwo vorbereitet? Oh, eine kleine Spuckehütte. Muss man was finden hier sein? Wo ist denn hier eine Spuckehütte? Ich hatte doch nicht irgendwas. Mal hier eine schöne Hütte bauen. Oder fünf Ketten. Was haben wir hier? 20.000. Ich habe nur 16.000. Was ist das? Achso, Haushaltskasse, nee. Alle sind Mütter, achso. Da ist ein Haus frei. 24.000. Da wohnt schon jemand. Rosine. Da war ein Grundstück. Was? Preis 49.000, was? Hey, ich muss was. Kann gar nicht laufen, ist gleich rot. Wie soll denn das gehen, wenn man so wenig Geld hat? Hier, da geht's. Freundin. Vorfreude. Hey. Nein.
Das Spiel total verlernt. Ja, so lang, das will ich jetzt lang aus, damit ich nicht haben. 16.000. Komm, das besser. Kopier platzieren, so. Ja, los, so. Aber auch langweilig, das Haus. Nee. Was ist das hier? Das kann ich nicht leisten. Ah, da wohnt schon jemand. Julian. Achso, sind die Häuser aus die Leer sind. Das ist teuer. Wieso teuer? Wieso teuer? Auch so teuer? Dann. Teuer. War ja klar, dass sie so teuer sind. Das war ja so klar. Auch so teuer. Warum so teuer? Ich will Grundschulpreise hier so hoch, ne? Ist ja klar. Ist ja eine Küste. Kann ich mir auch nicht leisten. Da wohnt schon jemand drin. Puh. Pui, so doof. Dann bleibt doch nur das Haus hier. Dann haben wir nichts mehr übrig an Geld. Ja. Kaufen. Das Haus mag ich nicht. Mag dieses Haus nicht. Ja, wie geht das los? Welche Schöpfchen hier? So, lass uns mal Sims 3 spielen. Ja, das möchte ich jetzt. Sims erstellen, Haushalt wählen. So. So, wählen. Auf geht's. Komisch, kann ich es anders in Erinnerung gehabt irgendwie. Wie komisch. Und dann mit dem Editor muss ich mich noch ein bisschen beschäftigen. Da habe ich irgendwas übersehen. Lädt, es lädt. Wir werden schon wieder müde. Was soll denn das? Ich habe auch keine Uhr wieder am Start. Das ist ganz toll. So. Hallo und willkommen bei Sims 3. Dies ist eine neue Stadt. La 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 la. Okay. Ja. Achso, da muss man den Button drücken. Ah. So, das Haus ist aber auch hässlich. Alter Schwede, ist das eine Baracke. So. Tutorial verlassen. Ich bin das ein bisschen. Für die Sachen werde ich wohl so rausfinden, wie es funktioniert. Hoffe ich doch mal. So. Und dann machen wir hier die, ne, offene Wände. Ah, ja. Also ein Bungalow hatten wir schon mal, ne? Meine ich. So, hier geht's. So. Gehen wir mal. Wir starten einfach mal ganz vorsichtig. So. Alles klar. Was haben wir hier? Blitzblank. Der hier das Gefühl, also gute Laune. Ja, ist ja noch kein Computer da. Wir haben noch kein Geld für irgendwas. Ist auch noch keine Zeitung da. Die kommt jetzt. Da ist der Junge ja. Will sie gehen vor Ryan Plauder. Geh mal zu sein. Das scheiß Buch. Aber interessiert sich für Bücher. Muss man ja lesen und so. Den Zeitungsjungen erstmal begrüßen. Wir sind ja nett. Grimla Chambligo? Jawa? Was hat er da? Blablabla. Ah, der wünscht ihm ein Fahrrad gerne. Da haben wir doch schon bald ein Fahrrad Chris, ne? Zooks, ebidivo. Balawa, chalago, zin, bad.
Mann. Well, du a chato. Jibo la poam bisa wo. Was? Cool, Jibo. War ja keine Zeit mehr, ne? Ja, okay. Alles klar, wir müssen einfach einen Job suchen gehen. Alles klar, alles klar, Leute. Geht da los hier. Na, da hängt schon wieder ein Kabel am Lüfter. Ich weiß. Mal anklopfen. Geht das wieder? Fanatischer Fan. Achso. Nein. Medizin? Nein. Politik? Politik würde mich sehr interessieren. Ja, die macht da mich reißen. Wirtschaft? Nee. Profisportler? Nein. Medizin? Politik? Bin in Politik. Podiumspolierer. Ja, man fängt eben halt unten an. Die Stadt braucht eine starke Hand, die sie führt, die Gesellschaft bereichert sowie für Wohlstand und Reichtum sorgt. Im Rathaus werden noch charismatische Sims gesucht, die wissen, an wen sie sich wenden müssen, um in den Genuss finanzieller Zuschüsse und weitere Vorteile zu kommen. Wären leider nicht charismatisch, ne? Das ist ein bisschen ein Problem. Bis sie charismatisch werden. Komm, wir nehmen das jetzt einfach an hier, zack. Obwohl ein Computer wäre besser gewesen, ne? Wirtschaft. Kaffeebote. Schillernde Geschäftswelt ist stets auf der Suche nach cleveren Sims, die tatkräftig mit anpacken. Der Vorstand legt besonders Wert auf ein gutes Betriebsklima, die richtige Arbeitseinstellung und die Fähigkeit, produktiv Meetings zu leiten. Mhm. Ach ja. Nichts dabei, was mir so wirklich zusage. Hm. 24, 27. 9 bis 15? 8 bis 14. Ich schlafe gerne aus. So. Komm, Politik. Wir versuchen das mal. Karriere annehmen. Wir nehmen das einfach mal an. Dann brauchen wir allerdings im Bad. Ach, da ist schon Spiegel angebaut. Genau. Dann werden wir da als erstes dran arbeiten, aussehen, in der Rede üben. Zack. Das ist wichtig. Gleichzeitig schauen wir mal schnell nach, wie es unserem Sim auch so geht. Das ist falsch. Das war hier, ne? Ja. Hm. Wir beschleunigen das mal ein bisschen. Hm. Dauert ein bisschen. Das macht hier nur wenig Spaß. Darum geht es aber auch nicht. Komm. Wir müssen das noch ein bisschen pushen. Siehst du wohl, haben wir das schon mal. Okay. Was haben wir denn da? Brauchen wir Hunger? Hunger, Brunch essen. Öffnen, Snack essen, Brunch servieren, Brunch essen. Okay. Waffeln, er mag gerne Waffeln. So, okay, hast genug gemacht. Nächstes Mal weiter. Dankeschön. Tür direkt in das Schlafzimmer rein. Auch nicht schlecht. Oh, ein Rauchmelder ist auch schon installiert. Das ist gut. Nicht, dass er gleich arbeiten muss. Das wäre doof. Dann muss er arbeiten. Schauen wir mal schnell. Um 9 Uhr. Wie spät haben wir es? Sonntag. Ah, Sonntag ist frei. Alles klar. Er hat frei. Keine Sorge. So. Jo, das müsste ja langweilig aus.
Ja, jetzt brauchen wir nochmal. Das, guck mal, Schreibtisch ist schon da. Bräuchten wir da noch einen Computer, den wir da hinstellen können, aber Computer kostet ein bisschen mehr Geld. Mal sehen. Ah, wir haben auf dem Grundstück so ein paar Sachen, die wir verkaufen können. Moment. Vielleicht kriegen wir ja einen Computer hin. Guck mal hier, den scheiß Bosch. Das ist hier keine Sau. Ist noch ein Bosch. Weg mit dem Baum. Bäm. Steine gehen nicht weg. So. Noch was? Ah, hier, scheiß Grünanlagen. Weg damit. Weg damit. Noch was zu verkaufen? Das war's. Er hört mir nicht zu mir, der Baum, ne? Nein, er hört den Nachbarn. Okay. Da hat sich noch ein Busch versteckt. Weg damit. Schnelles Grünzeug. Weg, 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 weg. Das kommen wir alles später. So, jetzt haben wir einen kleinen Tausender zusammengekriegt. Siehst du wohl? Geht doch. So, jetzt brauchen wir einen Chicken Computer. Mal schauen, wo kriegt man den Computer? Wo ist der Computer? Telefon. Alarmanlagen. Lampen, wo kriegen wir denn? Muss ich hier hin? Das Fernsehen interessiert mich nicht. Ja, das. Was ist das hier? Sammlung und das hier? Familieninventar. Haben wir noch nichts? Das brauchen wir auch nicht. So. Dann hier. Ah, hier. Computer, genau. Multitab. Und die muss ich mit. Ach, die muss ich mal mit Simulons kaufen. Da will ich nicht. Ich nehme hier für 800 her. Zack. Zack. Dann haben wir ihn. Hey. Lass losgehen. So. Zurück. Alles klar. Guck da, zwei Minuten in den Ofen. Naja, wenn es hilft, beschleunigen wir das Ganze mal. Hat er jetzt gegessen? Nein, du sollst. Macht er sich essen und isst nicht? Was will essen? Kannst du gleich spielen? Du kannst gleich spielen. Ess erstmal was. Und danach Reste wegstellen. Wir werden hier nichts wegschmeißen. Vielleicht hat er auch nur. Er hat auch nur einen Teller für sich da gemacht. Dann passt doch. Da passt doch. Ja, was auch gut ist bei Sims 3, endlich kann man mal auf was schräg stellen und sowas. Das muss nicht gerade sein. Das ist auch sehr gut. Sehr gut. Auto gibt es auch. Das gab es bei Sims 2 ja auch schon. Ja. So, okay. Dann kannst du das hier aufräumen. Ja, aufräumen machen wir. Und dann gehen wir mal ein bisschen übertakten. Schreiben. Jemand chatten. Internetrechnung. Job suchen. Computer spielen. Übertakte mal ein bisschen. Mal gucken, wo es geht. Ich glaube, die Kiste auch gleich kaputt. Kriegt das hin? Ich hoffe. Oh ja. Wölfe sind gleich tot. Stromschlag oder sowas. Das sieht auch sehr professionell aus, muss ich sagen. Ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung, als ich an meinen Computer geschraubt habe. Okay, das ist sehr professionell. Ich merke ja schon. Da. Ich glaube, wir sollten uns Sorgen machen.
Aber gut, der Erfahrungsbalken bewegt sich da oben, also okay. Ist dieser hier da, weiter der Schiss, so. Übertragen, okay. Schon. Okay. Dann wisst ihr Bescheid, wie es geht. So übertakte mal den Computer. Bisschen mit Schraubenzieher da an den Gehäuse rumklackern. Den Kopf in den Monitor reingehen. So. Hm, muss ich reparieren jetzt. Tja. Jetzt kann es dauern. Dann reparieren wir mal. Das kennen wir ja schon, ne? So, Raum machen wir ein bisschen schneller. Blub, blub. So, jetzt muss auf Toilette. Andrang. So, so. Ja, die schönen Pixel. Natürlich sitzt mit Hose da. Es muss verpixelt werden. Ich verstehe das nicht. Das ist so krank. Das versaut das Spiel so. Versteht ihr? Das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. Da sollen sie Unschärfe machen oder so. Aber diese Pixel ist kacke. So, jetzt was auch. Wir übertakten. Jetzt kommt übertakten. Es geht los hier. Neue Runde. Mal gucken, wie oft wir es können. Auf geht's. Wir beschleunigen wieder. Jetzt klappt das ja diesmal. So. Spielt denn da? Football? Ah, das ist ja eigentlich nicht so mein Spielchen drin, ne? Aber es läuft jetzt so top flüssig, meine ich jetzt. Ich kann mal richtig gut spielen. Der Takten hat sich voll gelohnt. Eine alte Röhre noch hier, ne? Ich hätte ja schon gern einen Flachbildschirm gehabt. Naja, nächste Kopfhörer vielleicht. Okay. Kann man denn noch machen mit dem Computer? Mal sehen. Hacken. Oh, ein bisschen hacken gehen. Lass mal ein bisschen hacken gehen. Hm. Ja, mal ein bisschen hacken gehen. Lass mal ein bisschen hacken gehen. Ja, gute Idee. Wir hacken jetzt mal ein bisschen. NSA ein bisschen attackieren. Hm? Wir beschleunigen das mal ein bisschen, das wird jetzt langweilig. Oh, ich muss ihn auch gleich ins Bett schicken. So. Hm, bring uns Geld an, schön. Vielleicht landen wir im Gefängnis. Das andere Einsatzkommando bricht rein hier und dann war es das. Naja. Da habe ich immerhin ein Spiel mal zu Ende gebracht. So. Ist müde. So, ist müde. Er geht schlafen, okay. Hey, Barglo! Schlafen. Wieso muss ich Sorgen über den Gesetz? Nein, geh mal schlafen. Wer schläft, der sündigt nicht. So. 9 Uhr. Das ist dann der erste Arbeitstag dann. Und dann haben wir auch die erste Aufnahme von Sims 3 geschafft. Ich lasse ihn noch zur Arbeit gehen. Oh, der braucht viel Schlaf. Der muss noch essen. Ich muss ihn gleich wecken. War schon 7 Uhr. Er wird von alleine wach. Wohl noch gar nichts. Was soll denn? Frühstück essen, Waffeln. Oh, was haben wir denn da? Hier der Bergepost. Die Fahrgemeinschaft. Ja, etwa einer Stunde, okay. Dann ist das Waffeln eigentlich ganz schlechte Idee. Snack essen. Müsli. Und dann die Waffeln. Brich ab. Was steht denn Scheiß?
Du hast ja keine Zeit für. Du hast leider keine Zeit dafür. Tut mir leid. Ja, genau. Das ist also sehr Müsli essen. Zumindest was. Bauch hast. Hat gleich was abgeholt. Hätte ich auch gerne nochmal baden geschickt, aber das geht jetzt leider nicht. Das machen wir nach der Arbeit. Okay. Ist er fertig? Ja, wunderbar. Passt ja auch gut. Haushaltshilfe hätte ich gerne. So. Jo. Da steht eine Scheiße. Ich muss zur Arbeit. Postbote bringt auch schon die Rechnung. Böser Postbote. Keine Selbstschussanlage für Postboten. Mehr. In deinem Briefkasten liegt ein paar Rechnungen. Vergiss bloß nicht. Ja. Ich erinnere mich nie daran. Ich weiß nicht. Ja, nie. So, lass uns in Ruhe. So, zack. Diese Erinnerung teilen. So, zack. Einfach so nur hier in Sims rein. Das reicht aus. Möchtest du eine Erinnerung wirklich teilen? Bitte. Nein, danke. Bleibt die Erinnerung in deinem Notizbuch. Komm, lass rein. Danke. Lass mal so runterteilen. Weg. So. Weg. Gut, der ist auf der Arbeit. Und erstmal, was ist denn da? Was? Hat er eine Zeitung hingeworfen? Okay. Alles klar. Ja, Freunde, hau rein. Jetzt nicht. Dein Chef ist mit Yumi Komoto zum Essen verabredet. Kann den Termin jedoch aus Familiengründen nicht wahrnehmen. Wärst du so freundlich, mit Yumi zu Abend zu essen? Du wirst dein Chef einen großen Gefallen. Ja, natürlich. Ort ansehen. Wo ist das? Da ist das, okay. Mein Van. Ist auch nicht weit weg von uns. Dann, keine aktive, also warten wir noch ein bisschen. Bin noch auf der Arbeit, ne? Alles klar. Das müssen wir noch zu Ende machen, das weiß ich nachher nicht. So, hart arbeiten wir ein bisschen mit Keulen hier, so. Das tue ich in der Regel eigentlich auch. Immer ein Limit. Wenn du nach Hause kommst, das musst du als nächstes Rechnung nehmen, Rechnung bezahlen. Das machen wir als erstes. So. Zack. So. So, wo ist die Aufgabe jetzt hin? Wo war die Aufgabe? Ist die Aufgabe weg? So. Die Stadtstelle voller Familie gegen das selbst nutzen kann. Nein, lass mich in Ruhe, ich will diese Tipps nicht haben. So. Achso, das war schon hin. Nein. Wie kann ich da jetzt hin? Noch keine Interaktion verfügbar. Oh, muss ich doch warten. Okay, dann machen wir hier Bad nehmen. Hat er bezahlt jetzt eigentlich? Geschenk schicken, okay. Wo ist er hin? Ach, hier. Okay. Wann kann ich ihn annehmen? Jetzt, so. Oh, was? Nein. Ja, ich möchte das nicht. So. Wann kann ich denn? Wann darf ich denn? Ja, der wartet jetzt immer noch. Energie ist ganz schwach. Hygiene erwartet halt. Beschleunigen wir mal. Äh,
Wann hat er denn den Termin? Ach so, um 23.58 Uhr. Okay, dann hau dich mal ein bisschen hin. Ich habe noch zwei Betten, habe ich hier, sehe gerade. Entspannen, Bett machen, schlafen. Oh, schlaf mal hier. Schlafen, so. Schlaf mal hier, bis 23 Uhr kann er schlafen. Rechtzeitig Stopp drücken. 18 Uhr. Hm? 19 Uhr. 23.58 Uhr. Ach, Donnerstag erst. Also welchen Tag haben wir denn? Donnerstag, ach so. Okay, nee, ich muss das aber zu Ende spielen. Das ist sonst. Ich weiß es echt nicht. Dann vergesse ich das. Sonst vergesse ich das einfach und das ist scheiße. So, er hat immer noch Hunger. Okay, dann Thema soll er sich. Pass auf. Das hier aufräumen. Weiter kochen, so. Weil es ist schon gammelig. Nö. Ist noch nicht gammelig. So. Ich möchte diese Tipps nicht haben. Nein, 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 nein. So. So. Jetzt sind wir zumindest ausgeschlafen. Alle Werte sind dann in grün. Lass mich in Ruhe. So, er steht auf. Müssen bis Donnerstag durchkämpfen. Das heißt, nur ein bisschen längere Folge. Ich glaube Susa nicht daran, dass ich die Stunde schon voll habe. Die Stunde haben wir nicht gebraucht, um den Charakter zu erstellen. War ein bisschen schneller. Wir haben es Dienstag. So. Warten wir. Ja, gleich fertig. Essen angebrannt. Ach, wie schade. Schade, Nani. Was hält er in der Hand? Hände waschen. Irgendwas im Back. Essen dann. Und was denn dann? Waffeln. So. Hey, das ist ein voller Back jetzt. Was ist das hier für ein Scheiß? Tatsächlich. Jetzt geht's wieder. So. Naja, das muss er nochmal machen. So. Beschleunigen wieder. Wie lange ist zum Essen mal kochen? Braucht nicht so lange. Endlich. Jetzt kann er essen. Puh, eine Stunde für Waffeln. Wo ich das jetzt schon gerade so sehe, kriege ich auch Hunger. Mich hungert es auch ein bisschen. Aber ich habe immer noch lecker Schokolade. Warte, ich bin gleich wieder da. Das guckt ihr beim Essen zu. Wieder. So, der will Computer spielen, das kann er ja tun. Lass mal ein bisschen Spaß haben. Der Spaßpegel ist auch auf jeden Fall unten. Ja, das knistern. Feins. Ich liebe Milka-Schokolade. Ich kann das nicht. Du hast ja wieder ein bisschen Werbung, ne? Schleichwerbung? Nein. Ich mag es einfach gerne. Milka mit Karamellfüllung. Wieder was anderes? Was war das?
Mm. Perfekt. Cool. Mal mit angefangen habe, ja, dann muss ich total zugeklebt. Kann ich gar nicht aufhören. Mal dafür was? Achso, ja, okay. Sonst noch was? Dann frage jetzt einfach auf, wer läuft den Pfeil zu. Nein. Benutzen. Ja, waschen natürlich. Ach ja, hier kann man auch Zähne putzen. Alles für Hygiene beiträgt. Zumal er ja auch gleich zur Arbeit muss. Kann man sich auch ein bisschen schick machen, ne? Ich hätte aber gerne einen Mitbewohner. Dass er beim Erstellen nicht geklappt hat, will ich mir einen Mitbewohner besorgen. So. Mhm. Einen kleinen Knirps, um den man sich kümmern, damit zur Schule jagen muss und solche Sachen. Und mit dem toben kann, knuddeln kann, so. So, Sim anrufen, Dienste anrufen, Dienste anrufen, Dienste anrufen. Wenn er fertig ist. So. Ja, aber wir haben hier noch Kinderzimmer, Bett frei hier. Computertisch, den soll ich hier rüber tun. Warte mal. Ist er gerade dann nicht beschäftigt mit? Ich gehe mal hier hin kurz. In diesen Tisch hier schnappen. Und dahin stellen. Dahin stellen. Warte mal, ich bin noch nicht sicher. Warte mal. Ich warte mal hier so ein bisschen. Wieder mal. So. 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 Finde ich viel schöner. So ein bisschen die Küche so ein bisschen abgehen als das hier. Ja, aber schön ein bisschen. So. Okay. Das gefällt mir viel besser. Und hier. Gerade wenn es schief geht, auch geht so. Und das hier, na, so eine Lampe hat er dran nichts zu suchen. Eine andere Lampe nehmen. So. Das können wir ja mal machen. So. Okay. Das war's schon. Das wollte ich. Mehr wollte ich nicht machen. Dankeschön. Oh, es geht zur Arbeit. Alles klar. Auf geht's. Schicken wir noch zur Arbeit. Wie gesagt, wir müssen ja bis Donnerstag durchhalten. Wir haben erst Dienstag. Tja. Ja, nein. Ich will das in diesen ganzen Chat-Tipps nicht haben. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich weiß das. So. Mal gucken. Ja, wir haben ein Schulkind, nehmen wir schon. Ein Schulkind. Ja, wir sollen ein Schulkind adoptieren. Adoptieren. Das sollte gehen. Es geht bei Sims 3 leichter, als bei, wie es bei Sims 2 geht. So, hart arbeiten, nein. Also mal mit Kollegen treffen, ein bisschen entspannter. Das ist mir auch wichtig. Weil sonst werden wir uns auch gleich runtergearbeitet. Schaffen wir wieder nichts. Du musst ein bisschen warten, das tut mir leid.
Nee, wir haben noch nicht genug Geld. Ich würde sagen, kaufen wir uns mal einen Bürostuhl, vernünftigen. So einen Klappstuhl zu sitzen, Computer zu zocken, ist ein bisschen kacke. Gut, wir könnten ja das Sofa verkaufen. Brauchen wir nicht. Inhalt, ja, Joppe Steiner hat Madison van Watson auf der Arbeit kennengelernt. Ja, wunderbar. Freunde kann man gebrauchen. Oh, haben wir Geld dazu? Wundert mich jetzt so ein bisschen. Steiner ist an seinen Arbeitsplatz befördert worden. Er wird sich immer an den stolzen Tag erinnern, als sein Fleiß endlich Anerkennung erhielt. Nein, brauchen wir nicht teilen, das ist so gut, nette Sache. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Jockel hat ihm einen Bonus von 288 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Stimmzettelauszähler. Oh, Stimmzettel habe ich tatsächlich schon mal ausgezählt. Mehrfach. Aber seitdem es mehr Geld gibt, kommt man kaum noch ran. Das ist, echt, finde ich echt schade. Die Leute, die es jahrelang gemacht haben, für tatsächlich, um einfach zu helfen und der Demokratie eben halt zu helfen, ja, die werden gar nicht mehr berücksichtigt. Es kommen jetzt halt die Leute, die einfach es geil finden, halt schnell mal eben Geld zu machen. Ja, weil es jetzt deutlich mehr gibt, es lohnt sich tatsächlich richtig. Was vorher war, es wirklich nur eine Aufwandentschädigung, mehr nicht. Naja, Pech gehabt. Schade eigentlich, dass es dann eben halt die Leute bekommen, den Job, die es eigentlich gar nicht verdient hätten. Nicht pauschal, aber jedenfalls ist das mir so aufgefallen, als das hier irgendwie. Na, ich hatte mich hier, meinen Kreis hier angemeldet dafür, aber nein, da passiert nichts. Zumal ich ja Erfahrung hatte. Aber gut, jetzt müsste ich wieder ganz neu reinkommen. Das dauert dann wieder ein bisschen. Absolut ehrlich und bla bla bla. Du bist. Achso, ich wollte es ja vorlesen. Häufige Wahlen erfordert einen soliden Kader zuverlässiger Stimmzettelauszähler. Damit das Ganze auch reibungslos und absolut ehrlich über die Bühne geht. Du bist ja neutral und gehörst keiner Partei an, nicht wahr? Mach dir die Finger nicht schmutzig und zähle einfach. Die Demokratie zählt auf dich. Jockel verdient nun $31 in der Stunde und arbeitet von 9 bis 15 Uhr. Da werden schon viele Wahlen sein. Ist klar. Dankeschön. Okay, geht weiter. Wo ist er jetzt? Ach, du liest irgendwas. Tatsächlich, liest tatsächlich. Wo ist er denn? Nee, guck mal, wo er ist. Schwupp, haben wir den Knopf gedrückt und bam, wir werden da hingewinnen. Tatsächlich. Zusammen. Stefan Junggeselle, Jockel Steiner. Da stehen die da und lesen zusammen. Das ist interessant. Machen wir schneller. Mhm. Aber jetzt sollten wir langsam nach Hause. Okay, nach Hause. Wir gehen nach Hause. Pack mal das Buch weg und dann geht's nach Hause. Ja, genau deswegen. Ab nach Hause. Ja, das ist ja schon ein bisschen verrückt, ne? Bin ich wohl auch. Dann begleiten wir immer. Können wir da mal ranzoomen? Ne? Rein geht's nicht, ne? Nein, rein kann man nicht reinzoomen. Man kann nur ranzoomen. Naja. Da sind wir. Holmes und Holmes. So. Jetzt Dienst anrufen. Dienst anrufen. Das wollte ich machen. So. Zeit für euren Dienst. Kann man abbrechen? Nein. Sonst Dienst wollen wir anrufen. Exco. Oh, Caldashir. So, was hat er jetzt? So, will ich noch was anrufen? Dann Dienst anrufen. Anrufen? Nein, noch nicht schlafen. Kannst du noch ein bisschen? Du hast noch ein bisschen Energie. Da geht noch was. Wir brauchen noch was. Flip-Lock. Okay.
Polizei, Feuerwehr, Pizzaservice, Handwerker, Haushilfe. Ja. Haushilfe. Okay. Haben wir. Alles klar. So. Okay, das kannst du aber noch aufräumen. Und dann Hunger. Snack essen. Saft, Eiscreme, Dosensuppe, Brot, Marmelade, Müsli. Ich glaube, der wird noch dünn. Dann wird der Jockel noch dünn, das geht mal gar nicht. Ich habe meinen Bauch gerade mit lecker Schokolade gepflegt, also ist alles gut. Müsli. Bin nicht so gern Müsli-Fan. Hin und wieder mal. Ja, kann man machen, aber nicht so oft. Nicht so gerade wie hier gerade. Frühstück zum Abendessen, Müsli. Na super. Verlängern sich meine Vorderzähne bald, ne? Mein Name ist Hase, ich weiß Bescheid. Oh. Naja. So. Dann, ja, Hände waschen, Zähne putzen, wie sich das so gehört, ne? Wer ist denn das? Das ist der Putzdienst um die Uhrzeit. Okay. So, was auch für ein Kind. Männlich, okay. Schauen wir mal. So. Namen nehmen wir mal. Simon. Simon, schauen wir das so. Oder, pass auf hier. Leon schreibt man so, ne? Leon. Auch wenn das falsch ist, scheißegal. So, dann gucken wir mal. Okay. Freundlich. Kennenlernen zusammen. Ist schon wohl. Ich hoffe, ich passe auf was da. Nee, Brox. Timbalubazim. Schipovalaka. Okay, wir werden natürlich erstmal. Erstmal Aussehen ändern. Das do. Bella Habla Duni. Na, dann werden wir schleunigen wir mal das Ganze. Blablabla. So. Okay. Mizubi. Genau. So siehst du ein bisschen langweilig aus. Wir gucken mal, was mit haartechnisch geht. Ja, da können wir nochmal das neue Haar benutzen. Na, ja. Das ist die einzige neue Haarfrisur, die wir haben. Okay. Dann nutzen wir die. Sein braunes Haar sieht besser aus bei ihm. Grüner. Alles klar. Dann das hier passt sich natürlich der Haarfarbe an. Hallo Haarfarbe, so. Weiter. So. Okay. Ja, da passt stimmt alles schon. Ja, kann man so lassen. Okay, das war's. Ja, mal. Nein. Was ist das hier? Okay, nein. Nein, okay. War nur mal Spaß. So, das war schon. Das war das schon mal. Okay. Raus da. Haben wir das schon mal erledigt. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt Outfits planen. Ne? So ein Outfit ist ja auch ein bisschen sehr konservativ. Langweilig. Gucken wir mal, was da geht. Schauen wir mal. Ja, so.
Okay, nee, das ist weg. So. So, alles klar. Alltagskleidung. Okay. Was ist denn für ein Wort? Okay. Was haben wir denn so Garnituren so technisch? Nur Standard. Schauen wir mal hier. Ja, eigentlich hat er überhaupt nichts an Pakete angenommen, die ich hier installiert habe. Da ist nichts dabei. Kargose? Kurz? Nö. Oh, lang. Nee, ist nichts dabei. Komisch. Mal sehen, wo muss man in den externen Shop gehen und kaufen? Ich habe da. Finde das merkwürdig, dass da nichts bei ist, was ich installiert habe. So, die Schuhe, da kann nicht so bleiben. Auch da ist nichts Neues dazugekommen. Was ist da? Oberteil. Da liegt was Neues dabei? Nö. Doch, da. Ja. Die sind dabei, okay. Das einzige, was dabei ist, alles klar. Ah, ne, hier die auch. Auch schön. Steht da. Warum was? Turn up the bus. Okay, das ist alles ein bisschen langweilig. Wir lassen das, okay. Weil den hier, warte mal. Nö. Ich meine, der ist auch nicht schlecht. Nein, ich finde das hier besser. Das. Das ist echt langweilig. Dann vielleicht das hier. Dann eher das. Ist auch nicht schlecht. Schwer. Bringt euch auch nicht, euch zu fragen. Alles klar, nehmen wir so. Dass hier nichts mehr dabei ist. So viel installiert, aber hier ist nichts bei. Muss ich wohl noch ein bisschen nachlegen, glaube ich. So. Alles klar, dann machen wir nochmal ein zweites Outfit klar. Was nehmen wir denn da Schönes? Und Schleiter da rum. Dann noch schlafen. Was Kurzes. Kurzes für die Sommertage. Ja, und dann das T-Shirt. T-Shirt, was passendes. Das passt nicht so gut. Ja. Doch, nur so. Okay. Dann weiter, nächstes. Die waren sogar schon alle gekauft. Warum sind die hier nicht drin? Das verstehe ich nicht. Da verstehe ich nicht. Dass die gekauft nicht da sind. Hm.
Das war's. Das sieht ziemlich kacke aus, muss ich sagen. Jo. Das ist so, pass auf, die schwarzen Schuhe passen ganz gut. Warte, jetzt hat er hier bei. Da bin ich hier bei. Okay. Da hat es geklappt. Interessant. Da hat es geklappt. Ja, das ist eng. Sehen, was haben wir dann an Anzügen? Schlafanzüge, da ist nichts Neues zugekommen. Okay. Mal sehen, ob hier was basteln. Okay. Dazu. Ja, was ist das, ne? Passend zum Hose. So. Kotz, kotz. Letzten auch mal dann. Muss ich mal sagen. So, was haben wir hier noch? Wir haben eine Familie zur Auswahl hier. Mal den hier. Nee, das passt nicht. Das ist schon okay so. Das lassen wir so. Okay. Gut, wir können nochmal eine Garnitur hinzufügen. Eine zweite. Eine zweite. Und dann vielleicht hier. Das ist der Kragen woanders, das so. Haben wir noch hier sowas hier? Ein Gebirge und da brauchen wir eine andere Hose. So eine andere Hose brauchen wir dann. Hier so eine engen ansetzende. Vorne. Das passt aber wieder nicht zum Oberteil so dazu. Das passt dann auch nicht. War nur ein Schlipper. So. Nein. Ne. Blau. Ja. Blau. Ist einfach wunderbar. Passt gut. Sehr gut. Dann haben wir es fertig. Dann gehen wir in die Sportabteilung. Da ist nichts Neues dabei. Sportanzüge? Auch nicht. Das ist ja doof. Nur die Standards. Die kennen wir alle. Die kennen wir alle, die Standarddinger. Hoppla. Ich bin im Mikrofonkabel gekommen. Hier ist nichts Neues dazu. Kommen wir jetzt. Kacke. Ne, da kann man nichts von gebrauchen. Das ist alles kleine Sportsachen. Ne. Urteile gibt es für andere, aber. Ne, lassen wir die Standards, okay. So, nur die einen. Okay, weiter geht's. Badhose. Schlüpperbad. Nein, nur meine rote Badhose. Ja, zack. Fertig. Das war's. Alles klar, da haben wir's. Alles durch. Okay. Fertig. So. Leon, da haben wir dich. Ja, herzlich willkommen, Leon. So, Leon, was kann denn Leon? Wir mal gucken, seine Energie ist auch unten. Hat er noch Hausaufgaben am Start? Nein, hat er nicht. Dann schlafen, ja, genau. So. So, dann schlafen sie alle. Sehr gut.
Wenn man hier später arbeitet, müsste das eigentlich passen, ne? Ist doch so, ich schau mal hier kurz um. Ich muss ja hier mein Guter zur Arbeit. Um 9 Uhr, ja. Und Leon? Auch 9 Uhr, gleichzeitig. Passt das ja gut. Hygiene, auf jeden Fall soll er ein Bad nehmen. Lütte. Bisschen Spaß braucht. Ja, Chat. Nein, wir spielen mit jemandem. Spiel einfach erstmal Computer spielen. So, alles klar. Oh, achso, das habe ich geweckt. Wollte ich gar nicht. Aber es ist so aufgefüllt schon. Okay. Dann kann er in Ruhe baden gehen. Der Bengel sich seinen Spaßfaktor sich erhöht. Hunger hat er, haben wir auch. Nice, ein Frühstück servieren. Pfannkuchen. Machen wir ein bisschen schneller. Wie lange braucht er denn zum Baden? Alter Schwede. Okay, Frühstück fällt weg. Jeder isst ein Müsli. Snack essen, Müsli. Und der Lütte hat auch Hunger. Gut. Snack essen, Saft, Müsli. So, zack, Dankeschön. Genug Spaß gehabt. Jetzt musst du leider was essen. Weil du hast ja da Schule. Genau. Ah, schaffst du nicht mehr. Fällt weg. So. Beide müsst ihr zur Arbeit sozusagen. Nein. Ich habe Abbruch gedrückt. Aufräumen. Weil du musst arbeiten. Musst du nicht arbeiten? Achso, in 2 Tagen was? Statt in 2 Tagen 1 Stunde. Hä? Verstehe ich nicht. Das wurde wieder, ja. Gut, du musst essen. Verstehe ich nicht, dass du musst arbeiten. Du musst ja nicht arbeiten. Stunde 9 bis 15 Uhr. Startet in 2 Tagen 1 Stunde. Verstehe ich jetzt nicht. Interessant. Ich habe einen guten Appetit. Mal schneller. Stinkende Käfer. Verlieren. Der Lehrer braucht jemanden, der nach der Schule das Insektarium sauber macht. Diese Aufgabe ist zwar nicht besonders appetitanregend, aber einer muss es ja tun. Weiter. Wenn du es schaffst, das Insektarium vor der Frist zu säubern, werden sich deine Schulnoten verbessern. Ort ansehen. Schauen wir mal. Da ist es. Okay. Alles klar. Ein Geschenkzettel. Schauen wir mal. Na, wir haben hier einen in unserer Freundesliste. Den können wir mal ein Geschenk schicken. Das kann man ja mal tun. Achso, das hätte ich auch mit dem Computer machen können. Nicht mit dem Telefon. Gut. Machen wir es mal so.
Das hat den schicken wir ein Geschenk. So. Ich hab Paket. Alles klar. Fertig. Nachricht. Ja, kann ich abschicken. Danke. So. Haben wir gemacht. Okay. So, wie ist denn sein Harndrang? Okay, benutzt das mal. Danach Hände waschen und dann musst du mal ein bisschen noch mal reden üben. So, beschleunigen wir mal eben. Wo denn? So. Estua Baligo. Borpu Guisa Lambda. Zack, haben wir es geschafft. So, wunderbar. Was haben wir hier für ein Problem? Dreckige Umgebung, also. Entstopfen, so. So. Portu. Estu. Pümpel. Oh, ekelhaft. So. Sauber. Krieg Geld. Ja, dann hat Schraubenschlüssel genommen und dann. Okay. Urlaubsgeld erhalten. Achso, Urlaubsgeld krieg ich. Aha, nach der Schule geht das. Ach so. Nee, und schön, ne? Kriegen wir Besucher. Super, und schön. Okay, okay. Alles klar. Hm. Alle Hausaufgaben machen die jetzt mal zusammen. Das ist schön. Hä? Wie gehst du denn hin? Hausaufgaben machen? Hallo? Hm. Jetzt hängt er hier. Hat sie aufgehängt oder was? Keine Aktion. Freundlich. Hausaufgaben. Hausaufgaben machen. So. Scheiß Computer. Das war dann. Und sitzt er dann da mit seiner Freundin nicht zusammen? Was? Hm, so mal umgekehrt, pass auf einmal. Freundlich. Fragen speziell über die Schule beschweren. Plaudern, so, ja gut. Hausaufgaben? Spezial. Gut. Tagfragen. Hm. Wado she is to Balawa. Lapa yigin. Masu a tiubarig. Good sir. Zufa yava. Ikosu and no zabadi. Ja, mach mit. Wubatina? Maybe wa. Bawu jogs. Vadis. So. So, was wollten wir machen? Computerspielen schreiben, chatten, mit jemandem chatten, Internet durchsuchen, überziehen. Hä? Schreiben, chatten, jemand chatten. Wollen wir das denn schon nicht? Geht das nicht? Der Strich ist zu klein, ne? Kann das sein? Oh. Warum hast du deine Freundin geschenkt? War. Weiter haben wir die Job zu. Computer spielen, schreiben, chatten. Zecken ist weg. Hm. Naja, gut. Lass mal das Buch lesen. Du machst jetzt gerade Hausaufgaben. Okay. Dann machen wir schneller.
Tja, sie ist aber schon fertig, er noch nicht. So, fertig, siehst du wohl. Jetzt kann er freundlich Panga spielen. So, das ist wichtig. Kinder müssen spielen. Alles klar, wie sonst seine Hygiene ist auch unter der Sau. Sie weg. Ah. Alles klar. Abendessen servieren. Macaroni mit Käse oder Herbstsalat? Wir machen heute einen Herbstsalat. Wenn wir schon die ganze Zeit auf Müsli-Tour sind, dann können wir auch auf Salat-Tour gehen. Ja. Leon Steiner hat mit Katharina Langgraf Hausaufgaben gemacht. Er wird sich immer daran erinnern, wie sie die Köpfe zusammengesteckt haben, um diese wirklich schwierige Problem zu lösen. Okay. Was ich noch machen muss, ist der Tisch, der ist zu klein. Das mal ändern wir mal eben. Wir haben ja ein bisschen Geld, haben wir da. Und dann können wir den Tisch mal entsorgen. Und diesen widerlichen Stuhl auch. So. Hier hin einen Tisch. Und einen etwas größeren Tisch. So, jupp. So hin. Und dann brauchen wir ein paar Stühle. Ab. Stühle halt. Ne, kein Klappstuhl. Normale Stühle, so. So. Ne, passt überhaupt nicht. Ja, das geht gut. So. Oh, so teuer. Und ein Stuhl für den Computer. Da wollen wir noch mal in die Büroabteilung hier und dann müssen wir hier so einen Stuhl machen. Da haben wir noch nicht mehr so viel Geld. Ah, wo kriegen wir jetzt noch ein bisschen Geld her? Aber machen wir mal einen zurück, damit wir ein bisschen mehr Geld haben. Das so. Weil ganz ohne Geld will ich hier nicht umstehen, so. Teuer. So. So, okay. Dann haben wir noch ein bisschen Geld. Reicht mir aber nicht aus. Brauchen noch ein bisschen mehr Geld. Hier, komm. Tschüss. So. So. Dann fahren wir den auch weg und dann machen wir das anders. Nehmen wir eine Dreier-Couch. Das sind Dreier. Wir sind zwei nur. Ich möchte eine Dreier haben. Ja, dann haben wir so wenig Geld übrig. Mann. Und dann verzichten wir erstmal überhaupt auf Töten oder sowas. Dann, dann nehmen wir so eine hier. Ah ne, muss ich sie mit uns erstmal haben. Okay, jetzt ist es einfach. 600. Ich brauche ein bisschen mehr Geld übrig. Wir müssen ja noch die Putze bezahlen können hier. 400. 450. Schwierig, schwierig. 400. Oder noch daran auf was. Die Farbe haben wir denn da? Nehmen wir hier so ein Blau. Genau. So. So ist gut. Okay. So bleibt ein bisschen noch was für uns. Etage höher haben wir ja nichts, ne? Nein, da ist nichts. Ist nur ein Flachdach. Wie sieht's aus? Wie weit ist er? Energie ist tiefer drunter schon. Mach mal schneller hier mit dem Essen. Was? Gefallen dir die Schule nicht? Das hat einfach extrem meine Schule toll! Jetzt will ich wieder ein Computer spielen. Doof. Jetzt aufräumen, essen. Essen rufen hier. Alle. Schalt die Scheißkiste aus. Oh Mann, ist er mies drauf. Hunger, aber ich will Computer.
Sehr interessant. So. Platz genug ist für alle. Ich habe gar nicht gerufen. Da kommen wir alle automatisch. Ah, der Gast ist doch weg. So. Ist gegangen. Okay, danach, das hier benutzen. Dann nochmal Hände waschen. 10%. So. Okay, dann schauen wir auf den Lütten um. Der ist nicht so zickig. Aber der ist auch ziemlich müde. Harntragen war auch Hygiene. Bad braucht er auch. So. Danach aufräumen, das hier teilnehmen, Reste wegstellen, so. Ja, ist hier eine Lichttoilette. Müssen wir auch mal irgendwann tauschen. War schon so müde oder unterbrochen Bad. Ja, ich weiß, müde bist du. Lesen. Bringen Gegenläufer. Wo ist Bella? Logik, aber ja, muss ein bisschen lesen. Das tut mir leid. Das Badezimmer ist besetzt. Ich will dich noch Bauern schicken. So. Jetzt kannst du Bad nehmen und dann. Zähne putzen und dann schlafen. Gott, kannst du Buch zur Seite legen. Wer ruft den jetzt an? Nein, möchte ich jetzt nicht erfahren. So. Fieke kochen, da haben wir auch noch verbessert. Wunderbar, Level 2. Mhm. Ja, sind wir, wie gesagt. Findest du okay, dass sie das da, wenn die dann Lucky sind, dann unscharf machen würden oder so, das ist dann völlig ausreichend. Also diese Pixel da versauen das Ganze wieder. Und vor allem, wenn er in der Wanne ist, können sie es wieder wegmachen. Das sieht man ja nichts mehr. Kampf der Köche. Nein. Wenn nämlich jede Mission, das wäre sonst nur hektisch. Vor allem haben wir jetzt Donnerstag und können ja um 23 Uhr müssen wir dann bei den netten Nachbarn sein, ne? Da ist er ja nicht weit weg von uns. So, jetzt gleich sauber und total müde. Beeilen wir uns mal ein bisschen. So, schlafen gehen ist noch nicht. Dann kannst du auch das hier weg, weil er muss auf Toilette. So, und dann Hände waschen. Und dann gehen gleich ins Bett. So, schlafen. So. Genau. Kannst ja gleich gehen. Schlafen. Gleich. Du musst aber noch auf Toilette, sehe ich gerade, bevor du dich da einlässt. Ferkel hinsetzen. Du sollst dich hinsetzen beim Pinkeln. So ein Ferkel. Ja, natürlich. Ist die Toilette jetzt dreckig. Ja, also war ich Geld. Das aus. Ja. Mm, lecker, lecker, lecker. Auch so eine Toilette mag man ja gerne gehen, ne? Schöne Toilette. Mm, lecker, 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 lecker. So, ich schicke mal ins Bett jetzt einfach, weil er echt unten ist schon. Ja. Gute Nacht, Leon. Schlaf gut. Ja, schneller fertig. Beide haben keinen Hunger mehr, das ist gut.
von Babys. Computer. Schuhe. Was? Platzieren? Müll. Oh, der Schulbus kommt gleich. Hey, da muss man aufstehen jetzt. Vorbei mit Schlafen. Der Junge steht schon auf, okay. Teleporten. So, er macht hier auch gleich selber, aber erstmal frisch servieren. Pankuchen, kriegt das hin? Hoppla, hoppla, ich komme gegen ein Mikrofon, was soll denn das? Hopping. Teleporten. Mann, meine Güte, schäumt das. Nein, 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 ich will die ganzen Tipps nicht haben. Ah, kommt auch in einer Stunde, ist dann vorbei mit Urlaub. Ah, das sieht auch lecker aus. Ah. Hört sich hier hin. Kümmert sich mehr anders drum. Zeitaktion noch nicht. So. Was war denn das? Dienst anrufen, ne? Verbrannt. Qualitätsscheußlich. Okay, Teilnehmen aufräumen danach. Das kannst du nicht anbieten. So, das ist jetzt noch ein Polizei auch nicht. Pizza ist also ein Handwerker anrufen, bitte. Anrufen, so. So, und dann wollen wir noch mal schön. So. Mein Kindermädchen engagieren. Glassdoor. Abel Heavenly Wolf. Los Galate. Barbas. Belfell. Muss ich jeden Tag da sein? So. Kommt der Handwerker mal. Handwerker? Wer ist das? Lobni Passi Patum, Florbi Mikazo, Sada? Ah. Iro Friga. Well, ich bombe. Die, na du. Reparieren. So. Schipschab. Genau so. Da hat er immer 75 gekostet. Arschloch. Aber das kommt zu den Zeit, wenn ich nicht da bin. Achso, okay, dann brauchst du nicht mehr machen. Alles klar, hat sich erledigt. Snack essen, Müsli. Hopp. Schokol ist ein begeisterungsfähiger Sim, der alles positiv sieht und absolut aufregend findet. Fahre mit der Maus über die Einträge in der Simulologie um die Vorteile. So, das haben wir doch schon. Wir haben die Vorteile gelesen. Igitt, das Insekten riecht ja noch schlimmer als vorher. Der Lehrer wollte, dass du es sauber machst, aber du warst wohl zu fein dazu. Hoffentlich macht er deine nicht zu allzu viel aus. Ach ja, das haben wir vergessen. Siehst du wohl, das ist das nämlich. Da haben wir nicht zu viel zu tun. So, und jetzt haben wir Donnerstag und können dann gleich eben erledigt. So. Jabigibu,
huge. Ja, geh mal weg da. Erledigt. 50 sind wir uns wieder weg. Meine Güte, ist das teuer. Warten wir noch, bis wir Rechnungszahlen sammeln, wir noch ein bisschen. Kann man hier noch machen? Spielen, chatten, mit jemandem chatten, Internet durchsuchen, umziehen, und im Internet durchsuchen. Im Internet durchsuchen, mal ein bisschen Internet. Muss ich ein Internet haben? Ach nee, das ist kaputt. Oh Mann, reparieren. Das kannst du doch schon. Hast du doch schon mal gemacht, sei nicht so. So, was haben wir hier? Durchschnittlich, hart arbeiten, rumgammeln, Freunden finden, Freunde sprechen, mit Freunden sprechen. Dann Freunde finden. So, da macht Freunde alles sauber. Das ist bestimmt teuer. Mist. So. Nein. Na, das ist schon mal gemacht. So, 75. So, tschüss. Mit jemandem chatten. Achso. Ja, er ist ja noch in der Schule. Nein. Ich meine ihn jetzt eigentlich. Jetzt. So, Computer spielen, schreiben, chatten, Internet sich so umziehen, rumbasteln, Immobilien so. Nein. Internet durchsuchen. So. Ja, wenn man Geld auch alle. Alles erledigt, ist man schon noch 25 Mann. So teuer. So. Jetzt reparieren wir alles selbst. Zumal wir ja frei haben. Ich muss mal zum Ende kommen. Es dauert viel zu lange. Soll doch mal eben schnell gehen. Ja, machen wir eben bis Donnerstag. Muss ja eben. Mission muss beendet werden. Natürlich. Tipp, tipp, tipp. Spaß doch. Achso, also muss ein Button nehmen. Button nehmen. Dankeschön. Fertig. Tschüss. Harndrang hat er auch mal vorher benutzen. Was? Okay, das ist ja super motivierend. Dann ein Bad nehmen, bitte. So. Auch ein Stehpinkler. Mag ich nicht. Dann sitzen pinkeln. Kann man nicht sagen, ein Sitzen pinkeln? Sollst du Sitzen pinkeln? Nein, ich kann auch schon wechseln. Wie funktioniert das mal sofort? Ah ja, Urlaubsgeld, das ist gut. Zumindest es so Urlaubsgeld gibt. Ja, genau, wir stinken. Wir tun was dagegen. Ah, der Junge ist da. Ist müde. Oh, der Arme. Hat er Hunger? Hunger? Nee, kein Hunger. Nee, dann macht man dann nach Hause kommen, bevor du schlafen liegst. Hausaufgaben machen. Tja, Hausaufgaben musst du leider machen. Tut mir leid, Junge. Okay, das weiß ich Bescheid. Ich weiß, dass meine Inventarsachen drin liegen. So, das machen wir weg. Weiß ich alles, brauchen wir nicht. Ich bin auch müde. Mein Energiepegel ist auch unter. Was sagt die Uhr? Ich weiß immer noch nicht, wie spät das ist. Ich muss hier unbedingt eine Uhr haben. Meine schöne Wanduhr hat den Geist aufgegeben. Wieso hängt nur. Nur ist der Ziffernblatt da, weil ich das Ziffernblatt einfach geil fand. Mit dem Text drauf. Smile and the world smile with you. Hm, ja.
So, kannst du helfen? Kannst du helfen? Nee, sitzen, nein. Kann nicht helfen. Freundlich. Taschenbuch loben, geh zu Bett, Hausaufgaben machen, nein. Umarmen, tratschen, freundlich. Das Buch, plaudern, Tag feiern. Fähigkeit verwenden. Das ist nicht zu glauben. Er hilft dir bei den Hausaufgaben nicht, finde ich scheiße. Schreib ein bisschen, schreib über, Schatzmeisterroman beginnen. Sachbuch beginnen. Okay, schreib ein Sachbuch. Wie soll das Buch heißen? Computer Welten. Computer Welten. So. Lässt das total runter. Spaß machen das auch nicht. Mal ein bisschen schneller. Muss aufpassen, die Uhrzeit. So. Zähne putzen und dann ins Bett. So. Zack. Und schlafen. So, dann putzt er sich wieder schön in die Zähne. Gute Nacht. Wird sein Auge behalten? Nein, hören wir nicht. Noch nichts? Nein, nicht aufwecken. So, er schreibt noch. Also seine Energie ist auch schon unten. Ja, wir müssen ja so ein bisschen 23 Uhr durchhalten. Was ist das hier? Um 23.58 Uhr. Okay. Dienst anrufen. Rein was mal. So. Hey, wir sind länger noch. So. Okay. Christiane hat die Grundlagen des Gebiets schreiben begriffen. Mir steht immer dann plötzlich alles ganz klar. Ja. Okay. Jetzt brauche ich einen Babysitter, genau. Babysitter, zack. Desno Barchnell. Okay. So. Energie, Hunger hat er noch. Dann soll er erstmal noch einen Snack. Snack essen, Müsli. So. Das passt dann ganz gut. Ja, hallo. Das kann er ja gerne machen. Schreiben wir mal. Dribble-Kulig, a bond!
Nein, nein, das ist nicht drin. Hey. So, wo war dein Quest da? Immer noch nicht. Hau rein, das dauert noch ein bisschen. Nein, nein, nicht so schnell. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So. Uwe, der hat ihn geklickt. So. Na. Da ist er. Nein, das ist noch nicht verfügbar. So, oh, was soll denn der Quatsch? Bin doch dahin. Mist. Zu spät, zu spät, zu spät. Kann hier nichts sehen. Fajambo. So, so. Mhm. So. Bobby, the Duska. Ash the Blue. Ich bitte, Familienbewusstsein, Freunde, freundlich, Kompliment über das Haus machen. Und Politik diskutieren. So. Naja, gut, haben wir vergeigt, haben wir in den Sand gesetzt. Schade, 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 schade. Aber an dieser Stelle. Wir haben es geschafft, soweit, oder mehr auch nicht. Wir haben es ja heute den Donnerstag erreicht, aber leider die eigentliche Aufgabe nicht geschafft. Sehr schade, sehr schade. Ja, dann in diesem Sinne verabschiede ich mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, weiß ich nicht, ob ich dann erstmal noch einen Charakter erstelle, der hier dann irgendwo einziehen wird. Muss ich sehen. Oder ob wir noch ein bisschen hier weiter spielen. Gucke ich mal. Alles klar. Oder mache ich das nebenbei? Genau, ich werde es wahrscheinlich. Ich werde es jetzt nicht bei euch bei jedem Charaktererstellung dabei sein lassen. Ich werde es einfach offscreen machen und. Genau. Und ihr werdet dann schon sehen, oder ich werde dann zwischendurch einwerfen, den und den. Den habe ich hinzugefügt. Weil der eben halt zu meiner Community gehört, die also zu meinen Leuten und Freunden. Oder ehemalige Clan-Mitglieder, die dann halt hier. Dann macht er das Bett, ist ja unglaublich. Das ist ja nett. Okay. Ach, dann will ich auch nur drauflegen, ein bisschen entspannen. Ja. Ist nur, damit einer zu Hause ist. Darum geht's ja. Alles klar. Also, an dieser Stelle, habt euch wohl. Ja, wir sehen uns dann in einer Woche mit was auch immer. Minecraft oder Sims, Sims 1 nicht. Sims 1 habe ich gar nicht. Sims 2 oder eben Sims 3. Schauen wir mal. Oder vielleicht ist dann auch schon mal Sims 4 am Start. Das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Alles klar. Habt euch wohl. Bis dann. Euer Jockel. Ciao. Ich bin weg.